Jo, was geht, Mann? Wir sind am Start mit dem Cooking Mucking Stream. Einfach nur Reaction. Einfach Phoebe. Nicht verbrennen lassen, ey. Das ist wirklich ein Top-Gag. Junge, gemacht. Was ist heute geplant? Du hast das Rezept, du hast die Ahnung. Ich bin nur hier, um, weißt du, Fun Fact, ich hab kein zu assistieren. Rezept. Du hast kein Rezept? Ich hab kein Rezept. Ich will mit der Kamera durchgehen. Oh ja, wir haben Fett eingekauft. Wir haben Form zum Stanzen. Dann eine halbe Packung Kinderschokolade, die Phoebe beim Hierherlaufen schon fast aufgegessen hat. Puderzucker, wichtig. Weihnachtsmänner. 2 Kilogramm Litschis. Ich weiß nicht, warum du Litschis holen wolltest. Dann extrem wichtig, Robbie Bubble. Hefe braucht man nur für Brot und so. Ich weiß. Warum Hefe denn? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Anfang. Und dann stößt ihr aber nochmal auf das Ding hier. Ey. Nee, das geht nicht. Nee. Ach so. Das sieht da ja nicht aus wie eine Wasserflasche, Digga. Das ist einfach. So, auf diesen vorzüglichen Stream. Okay, also wir haben einfache Cookie-Rezepte und wir können ja da noch mehr Cookies machen. Ja, du liest gerade was vor, aber du bist gar nicht im Browser. Du bist einfach nur in der Suche irgendwo. Ja, gut. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen Schüsseln. Hier, dein Fettasche ist im Weg. Hast recht. So, wir haben ein Problem. Oh nein, Digga, nein, wir waren doch... Du bist literally am Trollen. Die meinte so richtig stolz, ja, ich habe alles da, so. Wir haben alles da. Mama, haben wir noch Mehl? Und Mami, bitte. Ey. Ja, Turbo-Funktion. Deine Aufgabe wird jetzt sein, das Mehl ordentlich und säuberlich hier reinzuführen. Sei ja vorsichtig. Nice, das passt. So, dann Hälfte 250. Also das ganze Ding. Okay, das ganze, du willst jetzt einen Block Butter da reinhauen. Ja, okay. Hör auf, so ein Side-Eye zu schieben. Ja, nee, das wird einfach, wir fressen einfach Butter. Ich muss Butter, das erstmal Butter schmelzen. Mehl. Du kannst schon Zucker reintun. Wie viel? 100 Gramm. Wie viel ist 100 Gramm? Guck mal, tu das, das kommt so rein, weißt du? Okay, ja, ich verstehe. Dann kannst du da wieder. Ja, okay, ich verstehe das. Digga, das wird halt so buttrig-muttrig. Okay, Backpulver 2 Teelöffel. Und dann noch Vanillezucker. Bingo. Der Kater. Ja, Bingo über die ganze Zeit Dings, Digga. Der hier sitzt, der sitzt so auf Trinkstuhl. Okay. Warte, 2 Vanille-Dingsibum. Dann nur noch Butter und 2 Eier und dann haben wir schon. Ja, so schnell. Ja. Das ist geil. Hier ist. Ah, Junge. Willst du die Eier aufschlagen? Kann ich nicht, aber kann ich machen. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Okay, was macht man erst? Ja, muss erstmal. Du machst jetzt den Teig? Ja, wenn du guckst, siehst du das, wie der auseinandergeht. Ja, das ist schlecht. Ja, ich muss mir den noch lassen. Wie lange? 2 Stunden. 2 Stunden? Ja, wenigstens so eine halbe Stunde im Kühlschrank eigentlich schon. Scheiß auf Kühlschrank. Ja, nee, weil sonst funktioniert es halt nicht. Wir können ja in der Zeit was anderes machen. Wir haben ja eh verschiedene Kekse. Ja, wir haben ja. Dann mach den mal eine halbe Stunde im Kühlschrank. Okay, wir können. Wir haben jetzt hier Restposten. Mann, Digga, den Rest, das ist so respektlos. 229 Restposten. Ich wollte das vom letzten Jahr noch. Kakaohaltige Fettglasur. Lass das einfach so essen. Lebkuchen. Lebkuchen. Ich fühle mich schon lange nicht mehr lebendig. Backofen vorheizen, Backmischung, 1 Ei. Was? Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze. Okay, so, dann Backmischung, 1 Ei und 50 Gramm flüssige Honig und weiche Butter, 40 Gramm Milch und die Gewürzmischung in eine Schüssel geben und mit Handrührer das. Da rein. Flüssiger Honig, voll geil. Das, ich wusste gar nicht, dass der Honig reinkommt. Weil wir machen nicht den ganzen Honig da rein. Nee. Alles hier, alles? Ja. Jojo. 40 Gramm. So, du kannst gleich wieder rühren. Digga, warum schießen die hier? Ich dachte, hier ist sicher. Auf einmal Schüsse, hä? Yeah. Ja, noch ein ganz kleines bisschen. Reicht! Oh mein Gott, du hast übertrieben. So, perfekt. Ja, ja, wird schon. Ja, GG. So, das ist jetzt unser Teig. Ja, es ist ein guter Teig. Anschließend mit 2 Esslöffeln und Spritzbeutel den Teig portionsweise mit Abstand von. Ja, okay, der ist zu flüssig, glaube ich. Scheiße. Der Teig war doch so gut, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, aber sieht cremig aus. Das Haus, das wird nicht stehen. Sag mal, das ist kein Haus, das wären Kekse. Ach so, die Kekse werden nicht schmecken. Boah, du probierst jetzt gleich nochmal, da musst du sagen. Okay. Ja? Schmeckt besser? Ja. Joa. Na, ist halt so. Mehr Zimt halt, aber Zimt macht's geiler. Was guckst du? Was guckst du? Das, schmeckt das nicht? Also mir schmeckt das. Macht man das nicht erstmal, man macht doch erst die Form so und dann macht man das aufs Blech, oder? Guck so. Ja, das sieht aus wie Scheiße. Nein, das wird ein Viereckiger. Ja, aber guck mal, man macht doch erst auf diesem Tisch die so Ding und dann legt man die aufs Blech. Hast du den Teig mal gesehen? Ja, das liegt aber nicht an mir. Nee, okay, mach mal. Aber denkst du, wir kriegen da noch Form rein? Nee. Schade. Standardkekse. Warte, ich mach vor und du machst nach. Mach mal kleinere so. Okay. Hier. Aber schön, das müssen schöne Häufchen.
Ist das gut? Ja. Der ist scheiße. Schüchtiger Konditor. Hör auf mit Twitch gebacken, Mann. Ich chill kurz, ich komm hinaus. Oh! Der ist der krasseste gerade. Oh mein Gott. Ich muss dir aber, glaube ich, ein bisschen Cutter machen. Nö. Okay, 5 Euro, wenn du jetzt den ganzen Teig, den ganzen Löffel hier isst. Das hört sich so saftig an. Okay, so sieht das jetzt aus. Das wären coole Lebkuchen, glaube ich. Dann können wir das hier ready machen für Kekse ausstechen. Dann holen wir mal den Teig raus, oder? Jetzt kommt erst der spaßige Part. Hoffentlich ist er ein bisschen aufgegangen. Bist du bereit? So wie ich in der dritten Klasse? Ja. Bist du bereit? Es hat sich genau nichts getan. Dann muss ich mal meine Hand. Macht man das so? Chill mal. Ich glaube, wir müssen mehr Mehl noch reinmachen. Na, guck mal, bei mir sieht doch gut aus. Nein, der muss wirklich. Also, okay, ja. Handabdruck. Boah, wie cool. Der hat eine große Hand. Tschüss. Oh mein Gott, deine Hand ist so groß. Hat deine Fresse. Okay, mach mal Mehl hier. Doch, guck, der Teig wird besser. Ja, dann gib mir Mehl. Hallo, hörst du mich? Bist du gemütet? Ich bin gerade konzentriert. Ja, Teig wird so besser. Aber du knetest gerade ein bisschen Teig rum und nicht. Was ist so? Ich hab meins gemacht. Stech jetzt mal hier aus, wa? Hier fang du mal an. Das ist so ölig, aber vielleicht schmecken die dann genau geil, weißt du? Ja, irgendwie bei mir kracht gerade noch mehr. Oh yeah, yeah, yeah! Mann, deine Kekse sehen so blöd aus. Na, hör mal auf, hä? Weißt du was? Was denn? Ey, das ist. Ey, Digga! Weißt du, oh Gott! So. Ich würde eigentlich sagen. Oh, wow. Hier Dings, Kekse jetzt reinmachen, oder? Kekse raus. Ach so, raus, guck ja. Mal, wir müssen, lass sie einfach draußen hinstellen, der Sturm macht die eh. Der Sturm bläst ganze Wohnung um. Ey, das ist so ölig, das kann nicht normal sein. Ja, das war immer so ölig an Weihnachten. Nee. Mein Vater hat meinen ganzen Butterblock reingemacht. Zack. So, hier sind unsere Lebkuchen, meine Freunde. Voll cool, sind echt gut geworden. Das sind zwei kleine Probleme. Schmeckt das? Ja, doch. Einmal Restposten. Also geht. Mit ein bisschen Schoki und drauf? Ein bisschen Schoki? Ein bisschen mehr Schoki? Aber die Konsistenz ist voll geil. Ja, ist echt so. Innen so außen hart, innen weich. Mhm. Gut, du machst natürlich die Bleche nicht in den Ofen, oder? Chill, wie viele. Oh mein Gott, wie viele Minuten? Einfach wieder 12 oder so. Warte. Ich hab Mehl im Auge. Oh, ich kriege was? Ich glaube, unsere Kekse sind fertig in 6 Sekunden. Oh, Junge, ich glaube, die brauchen. Die sehen so komisch aus. Die brauchen noch ein bisschen. Oh. Und die stinken so eklig wieder nach Mehl. Ich glaube, die schmecken nicht. Ja, das wird eine mehlige Angelegenheit. Normalster Arbeitstag. Du kannst das ja wirklich alles. Digga, wie clean! Oh mein Gott! Ja! Ja, sie kann wirklich jeden, das ist so. Hast du das mal so explizit geübt? Ja, guck mal, was haben wir denn hier für. Guck mal, das ist eigentlich ein Set für Kuchen. Ja, wir müssen. Wir haben nichts anderes gefunden. Da reicht vielleicht noch eins. Braucht man dann nicht so Glasur noch, die man dann so. Nö. Okay, dann doch, nicht. Stimmt. Puderzucker und einfach Wasser. Ja, aber Puderzucker reicht ja nicht, um, damit er. Das oh, da ist sogar ein Schnee. Oh mein Gott, wie süß sind diese Figürchen. Nee. Mensch, das will ich zum Anbeißen. Ey, wir können die Schokolade im Prinzip nehmen. Ja, lass das einfach so essen. Nein. Lass das einfach reinfressen. Und da brauchen wir eigentlich am besten gleich was zum Runterlegen, wo wir das dann wegschmeißen. Zum Beispiel das. Und dann. Das? Dann machen wir das drauf und dann können wir so. Das ist unnötig. Für was ist das? So können wir die Schoko drüber machen. Okay, und dann? Wo kann ich auch auf den Boden drüber machen? Weil wir dann schöne Dinger machen können. Wir machen komplett das Ding dreckig, aber okay. Heiß. Doch kein Konditor. Ah! Das ist so heiß. Ja, nee, der ist es nicht geworden, glaube ich. Nee. Oh. Das ist clean. Ja. Es ist sehr gut. Ist da noch Muster? Oh, der ist am krassesten. Ja, der ne? Sieht aus wie so aus Fabrik, so aus Gebäude. Aber hey, die sind voll clean geworden. Echt voll clean. Boah, ich glaube, die hier schmecken so krank geil. Ja, only Schoko. Ah. Denkst du, das ist gut so? Ja, oh mein Gott, das sieht übergut aus. Ja, hab ich gut gemischt, ne? Sieht aus wie so Baukleber. Wie, kennst du das so bei Art Attack damals? Boah, weißer Bastelkleber. Digga, das ist weißer Bastelkleber. Okay, wollen wir einen Contest machen? Wir haben mal bessere. Aber wir haben nicht mal viele Streusel. Aber lass einen Bestreichteller machen, weil also auf dem hier ist das blöd. Nimm mal einen Teller und drauf bestreichen. Hallo, hörst du mich? Hallo, bist du da? Ruf merken. Ach, und was hast du sonst so geplant? Heute? Ja. Weihnachtsfilme gucken, ja. Bisschen schminken. Oh, das wollten wir auch noch machen. Ey, Chat,
Soll ich Norex zum Eagle machen? Ach, das hat auch irgendwas Besinnliches. Ich schwöre, so Weihnachten muss so krass sein, wenn man so... Bist du ein Weihnachtsmensch? Dieses Jahr sehr. Ich mag richtig gern Winter, Schnee, Weihnachten. Ja, aber Schnee ist ja nicht viel. Ich bin halt angekommen, richtig heftiger Regen und alles windig. So. Ich bin 10 Minuten durch den Wind ja, gerannt. Ja, okay, aber gab's ja. Im Februar oder so, Januar kommt es zu meinem Geburtstag. Immer lag Schnee. Du machst oh, ist krass. Du machst so dicke Schicht drauf. Ja. Schmeckt. Diabetes loading, ich schwöre. Diabetes is loading. Aber solange ich nicht beim Arzt war und es diagnostiziert wurde, zählt's nicht. Das ist eine Regel, die habe ich nicht gemacht, Phoebe. Ja, nee, du hast recht. Ja, und solange man der Arzt das nicht sagt, dann hat man es nicht. Digga, du kleckerst. Guck mal, wofür haben wir das hier? Das ist ein bisschen, ich wisch das nachher ab. An wen erinnert er dich? Du. An Wieland? Nee, Chat, ihr checkt, wer das ist. Oh, Revi. Nein, das ist... Ja, ja, einer hat geschrieben, Spider-Man, alle checken. Du bist einfach nur, Aber es sieht aus wie Revi mit seinen Hörnchen. Nein, Revi ist nicht Spider-Man, Revi ist nur Opium. Guck mal, Chat, das sind unsere Kreationen. Nee, sieht echt cool aus, oder? Und das ist überbeleuchtet? Sieht süß aus. Oh, ich habe gerade so den Drang, den Teller auf den Boden zu krachen, damit alles kaputt ist. Mach mal nicht. Und das sind unsere Lebkuchen. Wir haben einfach Lebkuchen noch gemacht. Die sind actually geil. Ich glaube, die schmecken auch gut. Ja, der Restpost-Lebkuchen ist echt geil. Die sind gar nicht so schlecht geworden, also, wie ich dachte. Also, dass wir so rumgetrollt haben, teilweise war das, ist das echt ein feines Ding geworden. Nein, die Tür ist auf, die Tür ist auf. Twitch Prime ist kostenlos. Wir sind, glaube ich, so. Twitch Prime. Das ist so laut.